Ja, also theoretisch kannst du sie hier schon besiegen. Ja, wahrscheinlich so die erste Hälfte des Lebens ziehen und dann geht's weiter. Aber der macht auch den bei diesem Mehrfachkick. Berührt er sie nur, aber macht den Kick nicht richtig. Also er macht dann nicht weiter, er macht nur den ersten Kick davon. Genauso wie das! Kriegst du es gut. Alter! Sehr gut. Komm! Nein! Oh, no! Damn! Jemand anderes? Ich kann. Aber nee, warte, es geht ja sogar noch weiter. Den war ich gerade noch. Nein! Das können wir jetzt überspringen. Jetzt muss ich mich deiner annehmen. Für volles Leben? Tatsächlich. Ah! Ja, das ist ein guter Anfang. Ah, ey, hör jetzt auf mit deinem blöden. Ah! Verzeihung. Sehr mitreißend. Oh, gehst du mir auf den Sack? Oh. Echt nicht so einfach, ne? Nee, gar nicht. Aber wenigstens mit coolen Cutscenes versehen. Hier. Ich? Oder? Wollen wir durchwechseln? Ich? Das ist, glaube ich, irgendwie so ein Höhepunkt. Kann jeder mal probieren, denke ich. Ich meine, ich spiele auch gerne weiter. Aber. Nö, ja, können wir ruhig machen. Ich will euch auch mal die Chance geben. Du schaffst das. Es gibt nur noch die neue Ära. Fight. Das halte ich bis jetzt. Hier sind wir. Wow, was ist das da? Ist das geil. Übel, ne? Richtig übel. Warte. Hier kannst du. Jetzt muss ich mich deiner annehmen. Ich kann dir da super machen, gar nicht. Ist egal, den kannst du bei ihr eh nicht machen. Ich finde es geil, dass da viele Sachen rumkommen. Haben sich echt schon coole Sachen für den letzten Kampf überlegt. Und das ist eine Map, die hätte ich gern. Die sieht schön aus. Man passiert nicht so viel im Hintergrund, aber. So schön. Die ist übel, ne? Die ist richtig übel. Oh ja, wieder. Ah, ja. Nico? Ach ja, machst du nicht mit der. Ja, viel Spaß. Mhm. Oh, sind mal versohlen, die Chroniker. Mhm. Wie gesagt, ne, viele von den Sachen, die man denken sollte, dass sie funktionieren, funktionieren nicht. Tricky. Keine Griffe. Mhm. Dieser Dreifach-Kick funktioniert irgendwie nur der erste. Und rülps nicht vor der Kamera. Was ist hier denn los? Nein. Ich hab das rausgeschrieben, dass nichts passiert. Ja, und Fatal Blow auch nicht so richtig, aber was soll's. Wie macht ihr? Was macht ihr? Feuer? Volle Kraft. Neue. Ich denke auch, das sind die guten Angriffe hier. Dieses Feuer auf Beinhöhe werfen, das war schon ziemlich geil. Aber ich wüsste nicht, wie es geht. Das hat jetzt nicht bei euch gesehen.
Nice, Nico. Gar nicht. Arnold! Terminator! Bist du ja! Ich kann einfach jeden rufen, weißt du? Was? Ich habe mal vor, du musst jeden Schwabe. Charakter durchprügeln. Stimmt! Vielleicht, aber ist ja. Ist ja nicht Schwabe, denke ich. Ja, die sind sehr viel schwächer, die Charaktere, die sie nicht sind, sehr schnell. Denn er hat schon der erste Charakter schon getötet und da kommt dann. Oh, schon wieder sie da. Naja, aber ein bisschen halt kaputt ist, sonst wirklich nicht gut sieht. Heute. Dann kriegt ihr Leben. Dann ist sie dann wieder ihr Leben und dann kommt wieder zu mir. Mhm. Ganz anders. Nico, du machst das fantastisch. Der erste von uns ist jetzt. Verdammt! Scheiße! Kein Drama, kein Drama. Du hast ja irgendwie gedacht, dass man da den zweiten Versuch kriegt. Kannst du überspringen mit. Ach nee, geht noch nicht. So. Jetzt muss ich mich deiner annehmen. Musst. Ja, ich kann nicht vor. Evil, ich bin noch nicht evil. Ich töte nur, wenn ich muss. Ich muss ja auch. Na? Das ist. Naja. Das ist wieder eine Lehre. Das ist aber auch der Damage, den sie macht im Vergleich zu dem, den man dann selber macht. Das ist schon richtig ekelhaft. Ja, schon wieder! Ich weiß, wie das endet. Oh nein! Kann dann halt auch echt nicht blocken, irgendwie. Wie das Ding einmal gerufen hat, ihre komischen Sphären da. Nein. Oh, das gibt's doch nicht. Mann, ey. Verdammt. Ich dachte, das wird was. Marmelade. Willst du nochmal, oder? Marmelade. Nee, wirklich. Okay. Ach ja, klar. Mann. Ist schwierig, ne? Du hast halt auch so wenig Movesets zur Verfügung. Und für diesen Kampf ist Liu Kang tatsächlich nicht der beste Charakter, weil der jetzt lieber jemanden, der auch schießen kann oder schnell Entfernung überbrücken kann. Und es geht hier. Der kann ja was werfen. Ich hatte nur vergessen gerade, wie es für das ging. Ich kann ja so einen Feuerball werfen. Ich mache aber den jetzt den Nico-Beater. Ich glaube, der funktioniert ganz schlecht. Oh, nein. Ach, leck mich doch einfach. Ich bin der Experte in der Runde. Merkt es. Was ist das? Ich muss ein bisschen öfter blocken. Du musst doch raus, das tötet dich drauf. Ja. Aber dafür habe ich sie noch gekratzt. Sehr gut. Jetzt wird sie sich merken, was? Au! Au! Ich hab immer einen abholen. Zick, zick. Ich versuche hier irgendwie so einen Loop hinzukriegen, weißt du? Ein bisschen durchschießen. Ja. Versucht man das zu blocken. Vielleicht kann man das sogar blocken. Zwei willst du haben. Wenn du dieses Ding da beschwerst. Mhm. Gibt's doch nicht, du bist doch der Leichte. Yay.
Ich krieg auch noch Scorpion, weißt du? Den Arsch langsam Terminator und ich krieg den super schnellen Teleporter-Typ in dieser Kette. So. Das ist, selbst wenn du es blockst, kriegst du halt ein bisschen Schaden. Das nervt wie Sau. Weil das bisschen Schaden, was sie mir macht, wenn ich blocke, ist der Schaden, den ich hier mache, wenn ich treffe. Oh. Verdammt. Ach komm! Raus aus dieser Kugel. Ja, du hast vollkommen recht. Ah, dann, aber das ist Story, oder? Also ich meine... Ich glaube, das ist... Ich wurde doch nicht getötet. Doch, anscheinend schon. Wieso denn? Vielleicht war ich nicht schnell genug oder so, aber ich hatte ja noch Leben. Aber die Zeit ist abgelaufen. Ja. Das ist ein guter Punkt. Hi! Bist du nochmal? Bist du? Du bist ja. Der. Okay. Ich wollte dich nicht überspringen, ja. Ich dachte, das ist ekelhaft schwer gerade. Schaffst du das? Versuch ihr viel Schaden zu machen und selber wenig zu bekommen. Du willst Schaden? Das ist der beste Tipp, den man. Ich rede doch plötzlich schon. Einfach. Ui! Guck mal. Da sind ein paar Sachen dabei, wie dieser komische Kick da. Der, wenn der so blau leuchtet. Ist das nicht? Ja, dieser tiefe Feuerball, der ist goldig. Nice. Schon mal so. Läuft gut. Richtig. Ja. Ich glaube zwar, es ist noch nicht vorbei, aber ja. Respekt! Respekt! Richtig gut! Die Zukunft, die du bietest, ist nicht lebenswert. Sie wird niemals eintreten. Aber sie lebt noch. Was? Noch? Gib's noch! Ah! Mann. Shit! Aus der Kugel, du musst aus der Kugel raus. Raus. Aus der Kugel raus. Raus. Dude. Oh, ich kann das denn nicht. Alter! Killer Kids. Du kannst hier super mit dem Movie. Ja. Oh, das ist aber gar nicht leicht. Ja, nee. Komm, die kommt wieder. Super schwer, gleich. Aber du schlägst dich richtig gut. Weiter. Oh, geht sogar noch weiter. Ja. Leider hast du noch nicht Feier. Jetzt kommt ja die Stelle wieder und dann. Na, irgendwas übersehen wir doch hier, oder? Um das zu schaffen. Gibt's doch sicher irgendeinen. Oder? Ne? Ich glaube, wir müssen auch wieder drin. Und dann ist es wieder von Anfang an. Mhm. Also nicht ganz so. Das ist ja bis jetzt immer passiert, dass du dann wieder an der Welt landest und machst dann noch was selber. Ja, du kannst es überkriegen. Genau, darauf und dann auf. Yeah! Nice.
Direkt. Oh ja. Dickes Finale. Unser Werk hier ist getan, Liu Kang. Oh ja, kommt noch. Gib die Kraft zurück. Nein. Ja, nein, lass es kämpfen. Du hast dich als mein würdiger Nachfolger, als Beschützer des Erdenreichs erwiesen. Ist noch was. Wenn es wiederhergestellt wurde, du ehrst mich, Raiden. Die Ehre ist ganz meinerseits, Lord Liu Kang. Du kannst jetzt den Sand der Zeit formen. Es liegt an dir, eine neue Geschichte zu erschaffen. Das Schicksal aller Reiche in meinen Händen. Raiden, das schaffe ich nicht allein. Ich werde dich beraten, solange es meine Sterblichkeit erlaubt. Doch zweifle nicht, du kannst es schon. Lass uns gemeinsam beginnen. Krass. Freut mich für den Kerl. Warum hatten wir da eine Wackelkamera? Ich meine, das ist ja kein echter Kameramann dabei. Der Typ, der es aufgenommen hat, der... Ja, nee, eben schick. Nicht. Das ist ja alles im Computer gemacht. Das ist ja leichter, das gerade zu machen, als gewackelt. Das ganz oft in Videospielen, dass sie sich sehr am Film orientieren. Ja, ja, aber es ist halt beim Film wirklich nicht, weil man es mag, sondern weil es halt wirklich schwer ist, es ohne zu machen. Ja, aber Videospiele sind Stilmittel. Ja, ja, klar. Auch der Lensflare, der ja oft da... Bei Filmen ist es auch manchmal ein Stilmittel, aber meistens eben nicht. Aber ey, geil. Geil. Schönes Spiel. Keine Story. Bisschen dumm, ne? Aber schon, absolut dumm. Aber ich habe schon jetzt spaßig. Keine Ahnung, was diese Corsica eigentlich wollte. Ich auch nicht. Aber ich weiß, dass sie böse war. Dass sie ihre Zeitsuperkräfte missbraucht hat. Und dass der neue Raiden jetzt Liu Kang ist. Der neue Gott, der da die Zeit formt. Das ist doch geil. Und... Respekt. Respekt, dass du diesen letzten Kampf so gut gemacht hast. Oh Gott, Mensch. Du hast am schlechtesten angefangen und am stärksten geendet. Sehr richtig nice. Gut, richtig gut. Hab ich was gelernt. Genau, die geilsten Kills. Das schauen wir uns aber noch an. Also der Abspann ist ja pures Gold. Oh Mann. Die Augen. Pures Gold, ja. Trifft. Oh, geil. Also das sind jetzt die ganzen Fatalities, die wir sonst natürlich nicht sehen in der Handlung. Leider, weil da kann man hier nicht endgültig finishen. Das sehen wir jetzt mal hier nachgeholt. Perfekt, ich wollte mir eh noch ein Video ansehen, wo die alle drin sind, weißt du? Dann habe ich das jetzt auch nachgeholt. Das ist natürlich sehr... Es steht auch... Gezähmt. Ist ein bisschen gecheatet. In dem YouTube-Titel steht ja irgendwie drin, Mortal Kombat, alle Charaktere, alle Maps oder so. Und das stimmt ja nicht ganz, weil wir haben ja zwei Charaktere nicht gekauft. Das stimmt. Absolut. Das ist echt gelogen. Das wussten wir damals nicht. Das war jetzt keine Irreführung. Ich war mir nicht bewusst, dass man den einen wirklich noch kaufen muss. Ich dachte, wir haben alle in diesem Paket. Ja. Aber wir haben ja, sagen wir, alle bis auf einen. Jetzt auch noch ein paar freigespielt. Stimmt. Wir werden jetzt auch noch einmal in den Versus-Modus gehen, würde ich sagen. Ein, zwei Charaktere abchecken und dann unser Duell machen. Du bist herzlich eingeladen. Jetzt rasierst du ja richtig, nimmst du schön Liu Kang und dann haben wir keine Chance. Ich habe aber sie nicht gelassen, mich zu treten. Das war auch genau richtig. Einfach so sehr schnell her. Ja, das Reaktion. Beste war, was du sehr oft gemacht hast, ich weiß nicht, ob versehen oder so, aber diesen Feuerball genau in dem Moment, wenn sie sich getötet, also sie ist hinter dir gewesen, so woanders und hast direkt den Feuerball hier reingehauen, genau. Sodass sie nichts machen konnte. Warst dann direkt da, hast getreten. Dann diese Feuerwehr. Ja, auch, dass du die ganze Zeit getreten hast, war schlau, weil der Charakter ist ja so einer. Er ist mit den Füßen sehr schnell
Mit den Armen so, hat er nur so. Ich kann ja nicht so viel machen da. Mhm. Gerade. Ja, aber ey, top. Wirklich top. Gut, haben wir das hinter uns. Nice. Freunde, es hat riesen Spaß gemacht. Es war der Hammer. Wirklich. Super gut. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst doch mal ein Abo da, ein Like und vor allem schreibt, was ihr als nächstes sehen wollt. Ihr könnt es natürlich nicht versprechen, aber wenn da draußen noch Spiele sind, die sich gut spielen lassen, die Spaß machen, die wir vielleicht auch noch nicht kennen und ihr Lust drauf habt, dann schauen wir da mal rein. Ansonsten gehen wir jetzt in den Versus-Modus und prügeln uns noch ein bisschen. Bis dann. Du hast auch mein Gesicht. Bis dann. So. Da habe ich dich gehauen. Nein. Ja, ich wollte schon sagen. Oh, sei doch nicht so eitel, da müsste man eine Sekunde nicht zu sehen. Du hast schon im Finale warst du schon die Rampensau, du musst ja nicht so eitel sein. Guck mal, ja, wir haben den Charakter Frost freigeschaltet. Das schneide ich alles noch mit rein, das ist egal, das macht den Leuten da draußen nichts. Und wir haben die Maps bekommen, die ich wollte. Geil! Lob an Mortal Kombat, so, gutes Spiel. So, jetzt aber, tschüss! Tschüss!